Verstehe ich nicht. Okay. Ich gehe am besten, aber ich weiß echt nicht, ob ich hier was bewirke gerade. Bleib doch mal, wo du bist. Ich weiß nicht, was ich hier genau mache. Ich helfe meinen Leuten offenbar irgendwie bloß, oder was? Brennt! Jetzt hier, Schnitzel, Schnitzel! Hol ihn dir, komm! Weiter musst du, geht nicht weiter! Okay, dann machen wir was anders, ne? Wir haben es gerade aufgekriegt! Gute alte Gewalt. Was war ich jetzt? Ich komme ja auch nicht weg, ich meine... Ich komme da nicht hochgesprungen. Ein bisschen nervig irgendwie gerade, die Stelle. Ist zwar an sich cool, aber... Aber man ist so... Ups. Ich habe meine eigenen Leute gekillt gerade. Ist ja ungünstig für mich. Haha. Ich muss also aufpassen, das nur so zu machen. Also ich habe auch mal endlos Nachschub, aber... Ist eine Art Tower Defense, also so... Welcher der Stecker ist, oder was? Ich kann trotzdem gerade wenig machen. Ey, Gearhead, komm mal runter. Trau dich mal was. Ehrlich jetzt, trau dich was. Habe ich gut gemacht? Da, geh zu Redstone. Er freut sich sicher über die Neuigkeiten. Ach, zu spät. Ja, aber wie denn? Oh. Ja, natürlich. Aber komme ich da lang. Es war ein lustiges Minispiel, aber wieder so ein Dings, was wie ein geiles Element ist, aber letztendlich nicht irgendwie einheitlich in das allgemeine Spiel-Gameplay kriegen wird. Was ich schade finde, das fand ich echt ziemlich geil gerade. Hätte nur ein bisschen ausbaufähiger sein können und vor allem mit mehr Erklärungen bedarf. Hier war ich doch schon mal. Und wieso habe ich das nämlich nicht angemacht damals? Moment. Weil ich genug davon habe, ne? Passiert gar nichts. Und da käme ich jetzt dahin, wo ich vorhin war, oder wie? War ich da oben drauf? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin hier durch viele Dinge gegangen. Ich glaube tatsächlich, ich war hier nicht. Oder? Ich komme ja nicht weiter. Ich ist der Bus. Oder ich war hier doch und habe eben ein. Oder auch nicht. Tja, aber das extra zu holen. Gut. Ob ich da war oder nicht, egal. Ich hatte was nicht geholt, jetzt hab ich's und alles wunderbar. Dann können wir raus hier. Und mal eben berichten, wie schön es war. Sehr. Auf einer Skala von gar nicht bis sehr, sehr, sehr gut war es sehr. Wo komme ich hier raus, verdammt? Und die üblichen Shortcuts sind irgendwie eindeutiger. Ja. Ich kam von da oben, meine ich. Nicht von ganz oben. Hä? Hier? So? Verdammt. Ich hab mich verlaufen. Wo geht's denn hier nach Hause? Hallo? Ah! Ich würde sagen da, wo Exit steht. Okay, ja, naja, kann passieren, ne? In der Hitze, der Schlacht und überhaupt und sowieso. Guck mal, ein Auto. Wir hätten das geparkt hier. Nehme ich glatt mal mit, würde ich sagen. Ach du Kacke. Ja, 7 Typen killen für 300 Geld oder was? Glaubst du wohl selber nicht. Ist mir zu teuer. Da gebe ich ja mehr aus, also bei weitem mehr aus, als ich verdiene. Ich mag es, wie hier bei dem Auto, wo die Nice-Toes aktivierte, angebracht sind. Die sehen ziemlich geil aus, hinten dran. Ah, guck mal, ist fast kaputt. Was zum Teufel? Achtung, Maustaste. Aktivieren 3, 2, 1. Ich habe es geschafft. Ich habe dran gedacht. Geil. Ah, mein Auto ist so kaputt. Ich meine, es ist schon so super gepanzert angeblich, aber scheint nicht so viel zu bringen, ha? So, reparifizieren.
Subway Town. Hey, Saul. Hör zu. Ja? Regierungspatrouillen sind in der Stadt. Oh, oh. Sie wissen noch nicht, wie du aussiehst. Gib ihnen also keinen Grund, dich verhören zu wollen. Nicht schon Melde wieder. Dich so bald wie möglich bei Captain Marshall. So was hatte ich neulich erst gehabt. Und da wurde ich ruckzuck der Stadt verwiesen. Hey, Eddie. Die Typen aus der Kanalisation meinen, du hättest den Gearheads in den Arsch getreten. Gut, ne? Echt verrückt. Ja. Und als nächstes pinkelst du... Oben sind Vollstrecker. Aufpassen. Hm. Also offenbar ist der mir jetzt gut gesinnt. Dachte, er würde mich noch verraten. Der Typ war immer so... war. Oh, oh. Ich muss da mal durch. Hab das Gefühl, euch werde ich auch nochmal töten müssen irgendwann. Mhm. We're watching you. Schön. Also okay, ich muss dann auf dem echt runter zum Typen, anstatt zu... Toll, dass du Starkey geschlagen hast. Er ist so ein Idiot. Ja. Finde ich auch. Na gut, dann zum Boss des Widerstands. Lass mich rein! Lass mich rein! Psst. Psst. Ganz geheim. Okay, gut. Hat keiner gesehen. Los, los, los. Der Höhle nach. Hallo, Leute. Na, Liz? Ich habe mich nach der Zusammenarbeit mit General Cross in der alten Stadt dem Widerstand angeschlossen. Ist mir egal. Das musste ich, als ich erkannte, dass wir mit Hilfe der Nanotriten die Mutanten schützen könnten. Meinen Forschungsergebnissen zufolge können die Nanotriten neu programmiert werden und subneurologische Grundfunktionen übernehmen. Ist mir egal, doch gesagt. Mensch. Aber dafür ist hier groß vorgestellt worden am Anfang des Kapitels. Haben die bisher noch sehr wenig gemacht, vielleicht kommt das ja jetzt alles. Na, Bane? Naja. Naja, egal. Du bist auch so ein Gratwanderer zwischen getötet werden und neue Freunde machen. Ja. Kommen wir zu wichtigeren Dingen. Okay. In der Stadt sind Patrouillen der Regierung. Hab ich gesehen. Du bist zwar sicher, weil sie nicht wissen, wie du aussiehst, aber wir müssen schnell handeln. Ganz schnell. Geh zu Lassard. Er hat deinen ID-Drive entschlüsselt. Aha, siehste? Jetzt bekommen mich die ganzen Mitglieder hier noch eine Funktion in der Handlung. Ey, Lassard! Na? Der Captain hat einen Kontakt im Norden. Er hat gehört, dass im Jekyll Canyon eine Arche aufgetaucht sein soll. Wenn die Überlebenden der Arche auf die Jekylls gestoßen sind, waren sie schnell tot. Aber die Jekylls haben die Arche bestimmt nicht zerstört. Das heißt, dass du den Decoder suchen und herbringen kannst. Also, du musst zum Jekyll Canyon fahren, die Arche finden, falls sie dort ist, und den Decoder holen. Aufgetaucht ist so ein lustiges Wort. Ich meine, das Ding ist ja nicht erst gestern da. Ah, egal. Die Jekylls sind ein gefährlicher Haufen Banditen. Pass auf dich auf. Natürlich, was sonst? Schlimmer oder weniger schlimm als die Gearheads? Nur so als neugierischer Frage. Na, Natalie Baneman? Du hast dir einen guten Namen gemacht. Du hast den Banditen schön in den Arsch getreten. Bist echt ein harter Kerl. Ich weiß, aber... Ich denke, du denkst auch von dir, dass du einer bist und willst alle umbringen. Du bist doch Bane. Oh, wer ist da? Willst du mitfahren? Aha. Charon. Charon. Charon jedenfalls. Der gute Überfahrleute, die Typ. Lustig eigentlich, also der scheint mich ja zum alten Gebiet zurückzubringen und dann eben mit diesem Namen passt. Auch wenn es jetzt nicht direkt der Styx ist, den ich da überqueren werde, aber trotzdem. Passt halt. Flacker, flacker, blink, blink. So. Aber... Ich höre Spielmusik. Jetzt habe ich ein paar Minütchen noch aufzuholen. Ich glaube, ich mache wieder ein Rennen oder zwei. Hey, du. Wer ich? Verdammte Regierung. Wer ich? Falls du es noch nicht weißt, in der Stadt sind Vollstrecker. Echt? Das auch. Wäre schade um dich. Ja, ich weiß, ich weiß. Wo ist denn der Chef von euch, Leute? Nur weil die Vollstrecker da sind, heißt das nicht, dass es nicht länger Redstone Stadt ist. Macht auf mich momentan einen anderen Eindruck. Denn Redstone ist nicht zu sehen. Sein Schaltkreis hat den Geist aufgegeben. Was ist das denn? Achso. Nee, was? Doch, hier war ich schon mal drin gewesen, ne? Das kommt irgendwie bekannt vor. Aber ich glaube, hier war ich noch nicht drin bisher. Oder doch? Ja, klar, klar, klar.
Da, ich hätte eine Schlüssel zu bekommen für. Dietrich. Erhöre mich. Klick, 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 klick. Macht er nicht, der Sack. Ah, liest ein Bilderbuch. Auch wenn man da kaum von Lesen sprechen kann. Aber hey, Mensch. Ach, da war ja was. Hörst du ein Angebot? Ach, für 18. Passt das schon mal. Soll ich die öfter benutzen vielleicht? Komm wieder, meine Angebote wechseln häufig. Ja, ich weiß. Ich hätte es auch machen sollen wollen, aber ich hab's auch vergessen. Leider. Du stehst eigentlich gerade da, wo man hingehen muss, wenn man an Missionen und sowas rantritt. Hast du noch Hoffnung oder wie sieht's aus, Hope? Kannst du dir das vorstellen? Ja, was denn? Niemand hier ist sicher. Nicht mal Redstone. Die Regierungstruppen wollen uns nur einschüchtern, mehr nicht. Hoffentlich sind sie bald wieder weg. Ja, ich glaube nicht. Sind die jetzt explizit auf der Suche nach mir? Du hast eine heiße Kiste, Kumpel. Wanted. Chopper und Ghost. Mal sehen. Die hat komische Tentakeln am Hinterkopf. Das sieht Alien. Subway Town ist nicht der einzige Ort, der Hilfe benötigt. Nicht? Im ganzen Ödland kämpfen die Leute ums Überleben. Und sie suchen einen Helden, an den sie glauben können. Da muss ich wohl echt den Mist in eine andere Stadt rein. Obwohl ich hier gerade erst hier Vertrauen so weit aufgebaut habe, das eigentlich nutzen wollen würde, muss ich wohl weiterziehen. Ganz toll. Also eine Mission wahrscheinlich noch und dann ins nächste Gebiet, würde ich bald schätzen. Na? Ich habe nur das Beste vom Besten. Ist ja wohl das Mindeste. Was ist denn hier? Ach, Sammelkarte. Nee, ich will aber eventuell... Na? Was ist das denn? Split... Ach genau, mich ja auch noch sowas. Theoretisch. Bei Fat Boys könnte ich ein paar ausrüsten. So. Hab hier offenbar ein bisschen was aufgestockt an Geld in meiner letzten Mission. Oh na, kann ich auch noch. Kannst du mal kaufen sogar. Hier. Achso, fürs Auto. Egal, trotzdem. Das ist jetzt meine Waffe gewesen, die ich mit mir umtrage. Ich brauche einfach ein bisschen mehr von allem irgendwie. Hier vor allem. So, okay. Ach, hier ist noch weiter. Mensch. Star-Munition. Habe ich bloß 800? Was? Hat sie nicht aufgefüllt. Sauerei. Doppelter Wumms gegen gepanzerte Feinde. Das siehst du, guck gerne an. Und doch gegen gepanzerte Feinde einsetzen, das Zeug. Auch wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass es wirklich gut ist, aber... Naja. Oh, sehr effektiv gegen gepanzerte. Also hier genauso. Das jeweilige Extra-Ding ist für gepanzerte gedacht. Okay. Hier siehst du Raketen. Aber brauche ich nicht, habe ich genug. Habe ich eigentlich auch genug. Intelligente Raketen des Todes. Haha. Nur Fahrzeug ins Visier. Heißt das denn, ich muss nochmal als Mensch gegen Fahrzeuge kämpfen? Weil sonst ist es ja bisher noch gar nicht möglich gewesen oder nötig gewesen, sowas zu machen. Ja, habe ich das schon, diesen Bauplan, frage ich mich gerade? Den glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich werde auch hier niemals mit Geschützdingen spielen. Das ist nämlich nicht mein Spielstil in diesem Spiel. Ich meine, klar, bei was war es, Borderlands 2? Was war es sogar 2,5? 2, glaube ich. Da hat man auch so einen Skill gehabt für ein Geschütz nachher, bei irgendeinem Charakter. War schon cool, aber man hat eben dann das Gamepad drauf ausgerichtet. Das ist hier was völlig anderes. Fett Mamas, ist das für die Pistole? Fat Boys, Fat Mamas, ne? Hab ich alles. Was ist das denn hier? Meins. Ist doch die oder nicht, die ich brauche für meinen Lebenserweiterungsmoment. Moment. Ist mir immer. Moment. Das muss ich jetzt erstmal voll rausfinden. Steigt dauerhaft meine Lebensenergie. Schmeckt aber widerlich. Tag. Tatsache. Die Blüte dafür gefunden. Was ist das hier? Das fehlt offenbar doch noch, leider. Wüstenspore. Ach, Mist. Vergnügen, Süßer. Kann ich gewiss nicht hier kaufen bei dir. Wäre wie auch zu Wenn krass. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Was suchst du? Wüstenspore. Die brauche ich auf jeden Fall. Sieht mir aber nicht danach aus bei dir. Nee. Toll, ist eine Geheimzutat zum Kaufen. Och, toll. Zugreifen ist es auf dem Matrat doch nicht mehr.
Schade, das muss ich auch mal doch noch finden. Ich meine, gut, es wäre jetzt zu leicht, was kaufen zu können überall. Ich meine, da kann man es in jedem Jahr ein bisschen Sketno steigern. Schön mit dir Geschäfte zu. Weil es generell schon krass ist, so machen zu können. Ich meine, wo haben wir es jetzt? Aha. Zack. Ist nur ein bisschen schade, dass ich keinen Lebenswert habe, also keine Zahl dafür, um das jetzt zu vergleichen. Ich meine, ich habe schon teilweise lange durchgehalten, aber ich weiß nicht, ob es länger wäre. War schwer bisher einzuschätzen, ob ich da wirklich einen riesigen Bonus von habe. Aber jetzt habe ich es zweimal, ich müsste echt eine Menge aushalten. Plus eben die zwei Defibrillatoren, die ich habe. Ist ja echt, ich meine, ich bin wirklich eine langlebige Maschine, rein theoretisch. Missing, Reward, irgendwas. So. Bevor wir aber jetzt weitermachen mit irgendwas, habe ich gerade wunderbar meine Zeit rausgeschunden, das aber nicht ohne Sinn und Verstand, sondern mit tatsächlich einem Erfolg. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Rage. Ja, doch. Ja. Und gucken mal, ob wir da was Sinnvolles machen können. Also, bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao.